Bücherfreunde und herzlich willkommen im heutigen Türchen meines Jahreshighlights Adventskalenders. Heute wieder mit einer Weltreise, Weltumrundung mit Nick Martins, die geilste Lücke im Lebenslauf. Wir begleiten ihn 6 Jahre auf seiner Weltreise. Und wie man sieht, ein unglaublich großes Buch und ich möchte hier auch wirklich dem Conbook Verlag danken. Zum einen für das Rezensionsexemplar, zum anderen auch für diese geile Aufmachung des Buches. Und ob jetzt geil in die Weihnachtszeit passt, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist wirklich unglaublich toll in der Haptik. Es hat ein Riesenformat. Es hat viele bunte Bilder enthalten. Es ist von der Haptik wirklich irre und man hat eher das Gefühl, dass man hier wirklich ein Fotoalbum in Händen hält und Nick Martin einen die Geschichte erzählt. Ja, Nick Martin ist mir kein Unbekannter. Ich folge schon einiger Zeit seinem Podcast, wo er über seine Weltreise, über die geilste Lücke im Lebenslauf gesprochen hat, wo er uns über viele Stationen schon mitgenommen hat. Hab dann eben durch seinen Podcast auch mitbekommen, dass er ein Buch schreibt, dass er oder es schon geschrieben hatte. Er hatte es eingesprochen, in der Hängematte liegend irgendwo an einem Strand. Und er hat es dann transkribieren lassen von, ich habe den Namen leider verdrängt, von Anita Vetter, die seine Worte, die er gesprochen hat, in Textform runtergeschrieben hat und das auch in ein Deutsch gebracht hat, das alle verstehen können. Denn Nick Martin hat definitiv ein bisschen was Fränkisches in seiner Aussprache, was ich super charmant finde. Ich komme natürlich selbst aus Franken, das heißt, ich verstehe ihn natürlich sehr gut, aber ich glaube, in Buchform hätte das nicht ganz funktioniert, aber viel von den Worten, die er erzählt, also man erkennt ihn definitiv wieder. Ja, wir haben hier eine Weltreise, die eigentlich eher so ein bisschen per Zufall anfängt, denn Nick Martin ist so mit seinem Arbeitsleben gerade nicht ganz so glücklich, denkt sich auch, oh, ist das schon alles gewesen und soll er das jetzt 40 Jahre machen und dann geht er auf Weltreise und entdeckt eben ferne Länder und hat nicht nur positive Erzählungen, die er uns in diesem Buch mitgibt, sondern es sind ihm natürlich auch dumme Dinge passiert, er hat sich da auch mal übers Ohr hauen lassen. Er wurde krank, es sind allerlei Dinge passiert in den Ländern und er erzählt uns von diesen 6 Jahren. Er erzählt das sehr ausführlich, er erzählt das sehr bildhaft, er bringt das wirklich unglaublich sympathisch rüber und es könnte natürlich daran liegen, dass ich ihn schon durch den Podcast kenne. Ich kannte auch manche Anekdote aus seiner Reise bereits, aber es zu hören und dann in dem Fall nochmal zu lesen, sind natürlich zwei verschiedene Paar Sachen. Und mir hat das Lesen des Buches unglaublichen Spaß gemacht. Es war ein wunderbares Wochenende, wo ich dieses Buch weggesuchtet habe. Ich habe das wirklich inhaliert. Ich hatte Spaß mit seinen Gedanken, mit seinen Erzählungen, mit den Begegnungen, die er uns erzählt, mit wie er diese Welt Reise auch angeht, dass er auch mancherorts einfach arbeitet, dass er Tipps und Tricks gibt, dass er eben auch so Sehenswürdigkeiten uns mitgibt, die halt nicht jeder kennt, die auch er vorher nirgendwo auf die Idee gekommen wäre, sie im Grunde zu suchen, aber dann gefunden hat, Dinge, die man getan haben muss, Sachen, die man gegessen haben sollte und all das packt Nick Martin in dieses großartige Buch und ich bin wirklich totaler Fan, nicht nur von Nick Martin, wie er uns das erzählt, sondern wirklich auch, wie diese ganze Haptik des Buches gestaltet wurde. Und ich finde, das muss auch einfach mal lobende Worte finden, denn allein diese vielen Farbfotos, die hier drin sind, die wirken unglaublich gut. Die fangen die Atmosphäre ein, die sind einfach, die unterstreichen diese bildhafte Sprache von Nick Martin unglaublich gut. Und ich bin wirklich sehr angetan. Ich habe dieses Buch sehr, sehr geliebt. Ich habe mir einige Dinge auch mit rausgeschrieben. Ich habe Dinge mit markiert und ich bin einfach total angetan. Also wirklich auch ich bin einfach angetan. Ich bin sehr begeistert von der Weltreise. Ich habe totales Fernweh bekommen. Ich habe das Gefühl, man hat eigentlich schon doch so viel gesehen. Wenn man aber dann liest, was er alles schon gesehen hat, dann denkt man sich, die Welt ist dann doch größer, als ich dachte. Zu viele coole Orte, zu wenig Zeit, definitiv. Und wie es halt dann so ist, ne? Und ich bin total begeistert. Ich finde, wer Reiseromane gerne mag, Abenteuerromane oder Erzählungen, wer sich gerne mal über Weltreisen ein bisschen was informieren möchte, wer auch so eine Menschentwicklungsgeschichte lesen möchte. Also er war ja noch unglaublich jung, als er gestartet ist. Er ist immer noch jung. Ich glaube, er ist ja jünger wie ich. Genau, er ist 86 geboren, aber er war natürlich dann, wie die Reise gestartet ist, jünger, hatte andere Gedanken, andere Sorgen, andere Bedenken und wie er die im Grunde wirklich rüberbringt und wie er sich entwickelt. Und es ist einfach großartig. Es ist dieses Gesamtpaket, von welcher Euphorie er das erzählt, welche Gedanken ihn umtreiben, was ihn bewegt, was in ihm vorgeht, was er erlebt. Und ich
ja, bin wirklich begeistert. Ich bin wirklich hingerissen von diesem Buch. Es hat mich total geflasht, sehr begeistert. Und jetzt höre ich auf mit Schwärmen, denn das Video soll ja nicht so lange werden. Ja, kann ich absolut empfehlen. Hat mir unglaublich gut gefallen. Und man merkt, in diesem Jahr sind tatsächlich einige so Reisebücher, Reiseerfahrungen in diesen Jahreshighlights reingerutscht. Wahrscheinlich, weil es einfach ein Thema ist, was mich in diesem Jahr auch sehr, sehr beschäftigt hat. Und ich wünsche euch nun noch einen schönen 18. Dezember. Danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch eine schöne Adventszeit und wir sehen uns im nächsten Türchen. Macht's gut!